Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel. Ihr kennt mich als Herrn der Spiele. Und ich bin zurück aus dem Urlaub und habe in der Abwesenheit einige Pakete bekommen. Unter anderem eines, auf das ich eine ganze Zeit gewartet habe. Ich konnte auch gar nicht richtig drauf warten, es auszupacken. Ich habe es nicht ganz ausgepackt. Wie ihr seht, es handelt sich um Space Kraken. Das Weltraumabenteuerbuch, so habe ich es damals bezeichnet, von Markus Geiger, 3D Art Lab. Ja, ich habe aber mich insoweit beherrscht, dass die Verpackung noch drum ist und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Für mich natürlich sehr, sehr interessant, da ich den Prototypen ausgiebig getestet habe und ich will jetzt einfach wissen, wie sieht's da drin so aus. Also bleibt dran, denn wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam an. Ihr seht das, was ich gesehen habe, als ich das Ganze ausgepackt habe. Das habe ich ja euch im Intro schon gezeigt. Das ist natürlich der Hauptteil des Ganzen. Dabei war hier ein Bleistift. Den brauchen wir natürlich mit einem Radierer. In dem Spiel wird sehr viel radiert und mit dem Bleistift gearbeitet. So, was ist das? Das gucken wir uns jetzt auch mal kurz an. Sieht für mich am Ende aus wie Lesezeichen, die wir uns da reinkleben können. Ich gehe mal hier hoch. Maps steht hier drauf, genau. Vermutung war richtig. Weapons and Items, Crew, Enemies. Genau, also genau das war meine Vermutung. Finde ich sehr gut hier, dass wir hier so Klebestreifen haben, die wir auch hier hinten abziehen können, neu verwenden können. Sehen auch schön futuristisch aus. Ich gucke einmal kurz in die Kamera, ob ich das richtig halte. Ja, tue ich. Hier den Questmaster, Space Combat. Meines Wissens war das ein Stretch Goal. Relativ sinnvoll, wie ich finde. Also sehr, sehr schön. Und hier haben wir einen Stift. Auch das müsste so ein Erasable Pen sein. Gucken wir mal kurz. Ja, das wird so ein Erasable Pen sein. Hier mit dem Radierer oben. Weiß ich gar nicht, ob man den irgendwie anstecken kann. Ich lege es mal hier an die Seite. Wir sparen uns das schöne große Buch bis zum Schluss auf. Hier steht es ja, Science Fiction Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, Abenteuer, Spielbuch, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Wie gesagt, ich habe das Ganze auch nur ganz kurz ausgepackt. Ach so, guck mal hier, das sind so Art-Karten. Und die sehen eigentlich ganz cool aus. Ich bin ja auch einer von der Fraktion, der sagt, Artbook weiß ich nicht, aber solche Karten, die benutze ich tatsächlich immer mal wieder, um sie in irgendwelche Anleitungen als Lesezeichen zu legen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also da finde ich, ist das immer schöner, als wenn man sich so einen Streifen Papier nimmt und den abreißt und irgendwo hin klatscht. So, und das hier sind Sticker, Aufkleber. Jetzt fragst du mich mal gerade. Die Kampagne ist jetzt so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Wofür sind die Sticker? So, Markus wird jetzt wahrscheinlich enttäuscht in die Kommentare schreiben, das hätte er aber wissen müssen. So, hier haben wir noch ein Lesezeichen und hier in dem Fall mit einer Widmung des Autors. Sehr schön. Hier haben wir ein bisschen Werbung für Dogfighters. Wer kennt es nicht, Dogfighters? Auf meinem Kanal kamt ihr ja gar nicht drumherum um Dogfighters. Dieses sehr, sehr geile Miniaturenspiel. So, hier haben wir das Basic Training. Das ist also so ein kleines Übersichtsheft. Sozusagen ein Schnellstarter-Regelheft. Finde ich wirklich gut. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass der Einstieg in Space Kraken gar nicht so einfach war. Also ich habe natürlich auch einen sehr frühen Prototypen von Space Kraken gehabt. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr cool, dass er hier so ein kurzen Walkthrough hat. So, kommen wir zum nächsten Teil. Das ist hier etwas festere Pappe, ein Quick Sheet, Quick Reference Sheet. Ich tue das gerade mal an die Seite, kommt aber gleich nochmal in den Bildausschnitt. Hier mit einem kurzen Überblick über die wichtigsten Schlagworte wie Kämpfe, wie Gegner Spawn. Die wichtigsten Schlagworte stehen hier drauf, die Phasen des Spiels, die Waffen und die Item. Kann man sich so wie einen Spielleiterschirm hier aufstellen. Das finde ich auf jeden Fall super sinnvoll. So, hier gibt es ein paar von diesen, ja, wofür sind die nochmal? Hatte ich damals im Prototyp nicht dabei, werden wir vielleicht noch rausfinden im Laufe des Reviews. So, also im Laufe des Reviews auf jeden Fall.
Ob ich das jetzt im Laufe des Unboxings rausfinde, das weiß ich an der Stelle nicht. So, kleiner Blick nach oben. Man sieht doch das Wichtigste, nämlich jetzt das große, dicke Buch. Ich habe das Ganze hier auf Englisch, wie ihr seht. Die deutsche Ausgabe soll vor Essen noch bereit zur Auslieferung sein. Das ist wahrscheinlich eine Info, die für viele von euch sehr interessant ist. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, wie das fertige Buch aussieht. So, auf jeden Fall so ein schönes Holocover mit so einer goldenen Schrift hier. Ich schlage es mal auf. Das Ganze ist ja am Ende sehr, sehr raumgreifend. Hier ein Inhaltsverzeichnis. So auf einem Blatt beschrieben, was ist Space Kraken, was brauchen wir, wie bereiten wir es vor. Und dann kommt diese, ich erinnere mich noch, sehr, sehr abgedrehte Story, die die Grundlage für das Spiel bildet. Die Seiten sind relativ dünn, muss ich an der Stelle sagen. Aber gut, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Das Buch wäre dann wesentlich dicker, wenn die Seiten dicker wären. Und hier geht es dann schon los mit dem Hintergrund der Crew, mit den verschiedenen Achievements. Das Ganze ist ja ein Solo-Abenteuer und da geht es natürlich darum, im Laufe der verschiedenen Partien die verschiedenen Achievements zu erreichen. Ja, und hier geht es dann los. Also ein neues Spiel geht genau hier los. Und ab hier wird es dann auch groß. Da sind dann die CGM-Commands, denn ihr werdet ja diesen CGM-Tracker später sehr, sehr oft aufliegen haben und dort mitarbeiten. So, das mag jetzt natürlich auf diejenigen, die sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, etwas verwirrend wirken. Also die Sheets sind im Prinzip die Antworten auf unsere Aktionen, was wir eben während unserer Space-Reise erleben. Aber die meisten von euch, die das Video anschauen, die werden mit diesem CGM, also mit diesem geheimen Game Master etwas anfangen können. Und hier sind natürlich etliche Events, die ihr lesen müsst, denn ihr wisst ja, wenn ihr ein bisschen das Projekt verfolgt habt, dass es hier einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert hat, weil jede Entscheidung, die ihr führt, dann einen anderen Ausgang triggert und das gesamte Spiel und dessen Ablauf verändert. Also hier könnten wir sehr, sehr weit blättern. Ich überschlage jetzt wirklich mal einiges, weil das ist natürlich die gesamte Geschichte und die verschiedenen Abzweigungen. Das ist jetzt auch gar kein Spoiler. Es ist einfach wie mit so einem Abenteuerbuch. Ihr schlagt dann entsprechend der CGM-Zahl einfach hier in den Events nach und kommt dann eben in eurer Reise weiter. Hier haben wir nochmal dieses Combat Quick Sheet. Das habt ihr ja hier schon gesehen. Ich finde das ja sehr, sehr schön, dass man einfach nochmal was außen stehen hat. So, aber auch dieses Quick Sheet, das kann man eben hier nochmal ausklappen, wie ihr seht. Das finde ich alles wirklich sehr, sehr gut gemacht. Denn ihr braucht diese Informationen im Laufe des Spiels. So, hier haben wir die verschiedenen Feinde. Das fand ich ja auch sehr interessant, dass man die einfach während des Spiels aufklappt, wenn man ihnen begegnet. Und dann hat man eben auch nur die entsprechenden Feinde, die man dann später wieder einklappt, wenn man sie besiegt hat oder wenn sie einfach nicht mehr präsent sind. Also wirklich sehr auch optisch ansprechend gemacht. Super cool, hier seht ihr die Grays, also ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie viel, also fantastische Energie bei Markus innewohnt. Der hat ja so viele coole Sachen bereits gemacht. Ich fand ja Type 7 schon großartig. Mittlerweile ist Dogfighters wahrscheinlich mir am meisten ans Herz gewachsen. Space Kraken habe ich ganz am Anfang wirklich unterschätzt. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich einen eben noch sehr schmuck- und farblosen Prototypen vor mir hatte. Was ihr jetzt seht, ist eben das finale Buch. Und das gefällt mir halt optisch schon mal sehr, sehr gut. Und auch durch diese ganzen Klappen und die Aufmachung des Buchs, die Handhabung über diesen Ringbinder, ist das Ganze eben wesentlich handhabbarer gemacht worden und zugänglicher gemacht worden. Ich bin total beeindruckt über die Menge der Gegner. Auch das hatten wir im Prototypen gar nicht. Also wenn ich mir die Events angucke und die Gegner angucke, dann hat man hier echt einen Wiederspielwert, der, den hätte ich so nicht erwartet. In der Mitte des Spiels, auch das musste ich lernen während meiner Testspiele, da habt ihr die Regeln. Markus hat sich das wirklich so überlegt, dass die Regeln einfach in der Mitte des Buchs sind und dass sich eben diese Sheets, ihr werdet gleich sehen, an der rechten Seite, da entfaltet sich es dann auch, dass sich das hier entfaltet. Rückblickend finde ich, ist das eine richtig gute Lösung. Ich will auf jeden Fall auf diese QR-Codes hinweisen,
Das habe ich ja schon bei Nexus sehr, sehr toll gefunden. Da bekommt ihr das Ganze dann nochmal erklärt, wenn ihr nicht so viel lesen wollt, wenn ihr eine kurze Erinnerung haben wollt. Sehr ansprechend gemacht. Es sind einige Seiten Regel, das muss man durchaus sagen, aber das Ganze ist meiner Erinnerung zufolge wirklich logisch aufgebaut. Ich freue mich total darauf, dass es endlich da ist. Schade, dass es nicht vor unserem Urlaub gekommen ist, dann hätte ich es definitiv mitgenommen. Jetzt kann ich ihm natürlich nicht so diese volle Aufmerksamkeit schenken, wie das ist, wenn man dann halt im Urlaub sitzt und etwas liest, weil das ist natürlich hier zum Lesen. Wow, also es sind eine ganze Menge Regeln, muss ich sagen. Irgendwie definitiv habe ich das gar nicht mehr so ausufernd in Erinnerung, aber da ist natürlich auch noch einiges dazugekommen. Hier haben wir dann die Map Legend, denn ja, crawlt ja durch verschiedene Dungeons. Hier haben wir jetzt hier die Maps. Also da gibt es ja verschiedene Maps, einmal auf dem Land oder also Überlandsachen, dann hier verschiedene Space Stations. Das hat auf jeden Fall diesen Charme der 80er, 90er Jahre, dieser C64-Style. Markus ist ja so mein Alter. Muss man auf jeden Fall mögen. Ich fand es total cool, mich hier einfach so alleine da so rein zu versetzen. Das fördert natürlich und fordert auch unsere Fantasie. Ihr seht, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben Events, wir haben Gegner, wir haben die verschiedenen Dungeons. Und hier wird eben dieser Questmaster erklärt, wie er funktioniert. Also sozusagen die KI, die hinter dem Spiel steckt. Und ja, genau, da sind die Space Combat Rules. Eigentlich wirklich sehr, sehr logisch aufgebaut. Man muss sich einfach damit ein bisschen auseinandersetzen. Hier, wie dann der Flug abläuft. Hier seht ihr die verschiedenen Waffen. Sehr nice hier die Grafik, hier auch nochmal die ganzen Waffenwerte und ich erwarte jederzeit, dass wir hier da die ganzen Fähigkeiten, genau, und hier kommen wir jetzt zu den Crews und die müssten wir gleich auch aufklappen können. So, da könnt ihr euch eure Crews zusammenbauen. Jeder von diesen verschiedenen Kameraden hat so seine einzigartige Geschichte, einzigartige Fähigkeit, auch hier. Falten wir das wieder nach dort auf. So. Sehr schön. Sehr schön. Markus, der Tank. Den kennen wir irgendwoher, ne? Markus. Und er hat hier einige seiner Bekannten und Freunde verewigt. Vielleicht guckt ihr euch den mal an. Damals noch ohne Brille. Guckt es euch an. Melillion left Germany after teaching for 10 years at a German high school. The astronaut training program hired him and after setting up a unique learning planet method taught dozens of trainees. He is quite charismatic and the many connections he gathered in space programs all over the world provided him a position to plan his own departure with one of the last ships. Furthermore, he loves board games and is a close friend of Marcus. Wo ist er, Marcus? Und das ist er auf jeden Fall. Super, super cool, Markus. Das freut mich total, hier verewigt zu sein. Natürlich habe ich ihn als Leader meiner Expedition, ist ja ganz klar, wen ich hier als Leader mit reinhole. Sehr cool. Mit der Shotgun darf ich rumlaufen und hier über den Scanner die Reroll Minion Spawn Checks. Super, super cool. Da haben wir es noch einmal. Das habe ich ja eben gesagt, ne? Also ihr klappt hier auf der Seite die einen Informationen aus, da meistens Gegner und so weiter, Dungeons. Und hier dann die Crewmembers. Super stark, gefällt mir richtig gut. Na, dann haben wir hier, so könnte das dann zum Beispiel aussehen später. Jetzt muss ich natürlich den Markus da rausholen als Tank. Oh, ich weiß jetzt schon, wie unser Team aussieht, Markus. Also wir haben hier den Tank, wir haben hier den Leader. Weiß ich nicht, wen habe ich denn hier rausgeholt gerade? Das ist der Ranger und Medic. Ich bin echt gespannt, wer ist der vierte im Bunde? Guck mal hier, der unbekannte Fighter, Paul der Fighter. Ich glaube, im Test hatte ich hier, ja, einen Ranger haben wir schon. Oh, Leute, ganz ehrlich, allein schon dieses Zusammenstellen der Crew, das triggert mich jetzt total. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Super, super geil. Mega gute Lösung. Hier Platz für die verschiedenen Nodes und ich habe gesagt, das Ganze wird groß.
Dort habt ihr dann euer Spaceship, denn auch das Spaceship will ja individualisiert werden, nicht nur die Crew, sondern das Spaceship mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen wie Hülle, Waffen, irgendwelchen Erweiterungen. Und dann gibt es eben verschiedene Spaceships, wie ihr gleich sehen werdet. Denn ihr müsst ja nicht nur mit einem demselben da rumfliegen. Es gibt dieses Allround-Schiff. Hier haben wir ein Research-Ship. Da müsste es gleich auch noch so ein Schlachtschiff geben. Hier so ein Hunter-Kopfgeldjäger-Schiff. Die Thunderbird. Oh, stark. Also da habe ich richtig, richtig Bock. Und hier ein Stealth-Ship. Und alle haben eben einzigartige Werte. Also ich glaube, Hunter oder Stealth-Ship, das wäre das eine, mit dem ich starte. So, und jetzt ist das hier eben das erste CGM-Game. Es wird da noch mehr geben nach Space Kraken, wie ihr hier seht. Also es gibt hier verschiedene Companion, World Companion, Crazy Maneuvers. Die werden dann irgendwann verfügbar sein bei Markus, also bei 3D Art Lab und hier auf seiner Seite spacekraken.de. Ich bin gespannt, was das ist. Ich weiß da auch noch nicht so viel darüber. Ich kann mir nur vorstellen, dass man da irgendwelche ja, besonderen Flugmanöver dann abziehen kann, irgendwelche außergewöhnlichen, exotischen Welten bereisen kann und neue Spezies trifft. Alles super interessant. Das heißt, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, was wir hier mit Space Kraken haben. Eine super coole Idee, an der, wie ich weiß, Markus sehr, sehr lange in Summe gearbeitet hat. Und ich finde, das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ich finde es super toll und wir sehen uns einfach nochmal vor der Kamera. Das war mein kurzes Unboxing zu Space Kraken. Ich halte das Buch an der Stelle nochmal sehr, sehr zufrieden in die Höhe, denn ich bin außerordentlich positiv überrascht, was da jetzt am Ende bei rausgekommen ist. Vielleicht kennt ihr noch mein altes Video. Es ist nämlich ja, fast 2 Jahre her, ich glaube 1,5 Jahre ist es her, dass ich den Prototypen da hatte. Und das ist wirklich ein absolut krasser Produktionsfortschritt, den wir da gesehen haben. Nicht nur was das Artwork angeht, was das Material angeht, die Aufwertung dieses Binderbooks, das hat wirklich genauso geklappt, wie Markus das die ganze Zeit gesprochen hatte. Aber die Menge dessen, also das ist für mich wirklich das, was mich am meisten beeindruckt hat, also die Menge der verschiedenen Landschaften, die man bereist, Space Stations, Dungeons, Core Worlds, die Menge der Gegner, der Events. Also das ist wirklich, wie Markus versprochen hat, ein extrem großer Wiederspielwert. Wir haben 4 verschiedene Raumschiffe, wir haben unfassbar viele Crewmitglieder. Einen davon kennt ihr jetzt mittlerweile dauerhaft mit Brille, man wird ja nicht jünger. Und ich bin so gespannt darauf, hier in dieses Abenteuer zu stürzen. Auch sehr, sehr cool, dass es diesen wirklich ja, härteren, definitiv aus Kartonage gedrucktes Quicksheet gibt. Das sind nämlich die wichtigsten Informationen, die ihr hier habt. Auch sehr positiv überrascht hier von diesem Schnellstarter-Guide. Ich werde mir den auch auf jeden Fall durcharbeiten und durchlesen. Denn ganz einfach, das weiß ich noch, war der Einstieg nicht. Sehr schön, dass wir hier diese Marker haben. Cooles Artwork auf jeden Fall. Aber das ist natürlich das Herzstück und es sieht auch richtig ordentlich aus. Wenn es einen Wermutstropfen an der Stelle gibt, dann ist es die Dicke der Seiten. Die sind halt jetzt normal dick, ne? Also hier. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf an der Stelle. Die sind wirklich normal dick, wie so ein Schulbuch an der Stelle. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich da eben einen Riss reinbauen. Aber ja gut, wenn das jetzt dicker wäre, also genau das Material wie eure übliche Brettspielanleitung. Wenn die eben jetzt dicker wäre, wäre das Buch deutlich dicker, die Produktionskosten wären höher, das Ding wäre schwerer, dann hätten wir auch wieder ein Versandproblem, es wäre dann wesentlich dicker im Regal und ihr seht, es ist ja schon ordentlich dick, also fast so wie so eine Handbreit ist. Ja, und ich glaube, das sind an der Stelle genug der Worte. Schreibt mir doch jetzt mal in die Kommentare, ob ihr euer Buch schon bekommen habt. Ich weiß nicht, wie viele von euch die englische Ausgabe geordert haben. Vielleicht habt ihr ja schon erste Gehversuche im All unternommen. Dann schreibt mir mal rein, mit welchem Raumschiff ihr gestartet seid, wie eure Crew aussieht und welche Fortschritte eure Weltraumreise schon gemacht hat. Sobald ich hier meine ersten Gehversuche gemacht habe, denn für mich ist das ja auch wieder eine ganz neue Sache, berichte ich natürlich davon, zumindest im Monatsrückblick. Vielleicht widme ich dem aber auch noch ein weiteres Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich bedanke mich
fürs Zuschauen. Bin raus, Marcel, euer Harter Spieler.